Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir die Dänenwache in der Niemandswerft besiegt, nachdem wir, ich sag mal, einen schönen Bogen gemacht haben. So kreuz und quer durch die Gegend. Und heute ein weiterer Heideritter, der halbtot ist, bevor er überhaupt aufgestanden ist. Schockierend. Könnte sagen, shocking. Gut, und wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich natürlich tot. Oder auch nicht. Kopf ab. Ein Heidesperr. Ja, wem wundert das? Okay, ne? Mal ehrlich. Erst kriegen wir ein Heideschwert, jetzt halt den Speer. Ist da irgendwas? Nö, nicht, dass ich wüsste. Kannst du mal überlegen, lohnt sich das da runter zu springen, aber nö. Tut's nicht. Haha. Ja, man kann dieses Geländer kaputt machen. Ich finde das immer noch sehr amüsant. Damit so ein Umschlaghieb alles hier vernichten. Außer diesen Hund, der ziemlich widerstandsfähig ist, weil er nicht richtig getroffen wurde, mal wieder. Hunde sind übrigens ein guter Quell von Seelen. Paket-Hubbel-Dingern. Das ist übrigens MacDuffs Schmiede, meine ich. Also nur mal so einen Eindruck davon zu geben, wo man wirklich herkommt. Ne? Ich finde das schon sehr faszinierend, wenn man sich das immer anguckt. Schabam! Es regnet Items. Mehr oder minder. Das ist auch nicht wirklich gut versteckt, aber versteckt trotzdem. Hier ist nämlich. Naja, abgesehen von dem Ritterchen hier hinter. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ah, der Punkt ist aber, hier sind halt Items, ne? Okay. Okay. Bretter fliegen hier kreuz und quer. Oh, der Kombi zuschlägt, da wächst kein Gras mehr. Das reimt sich. Wisst ihr Bescheid. Naja, haben wir wieder die netten. Guck mal, ich explodiert Typen. Also ist das alles hier wieder mit Vorsicht zu genießen. Hier konnten wir jetzt den uralten Schlüssel benutzen, den wir mal irgendwann aufgesammelt haben. Ich habe schon wieder vergessen, wo, aber wir haben ihn. Wir haben ihn benutzt. Und hier kommen haufenweise Hunde. Wo diese Hunde herkommen, ist lustigerweise auch etwas, was wir kennen. Wir sind nämlich mal da oben die Dächer entlang gehopst. Den Trick kennen wir ja. Etwas heraufziehen. Allerdings, hier ist es fast schon gesundheitsschädigend, sag ich mal. Aber mit ein bisschen Vorsicht ist auch das machbar. Dafür kriegen wir eine Wandererkapuze. Ob man das Risiko für sowas eingehen will, ist halt immer die andere Sache. Aber man kann. Man wird ja nicht dazu gezwungen. Steht ja keiner da, hält eine Waffe an den Kopf, sagt, mach das jetzt. Mach das oder stirb. Dem ist nicht so, also freie Wahl ist immer noch wunderbar, ne? Freier Wille, freie Wahl, immer wunderbar. So muss das sein. Auch hier könnten wir eigentlich so ein Pfarrersding machen, aber wir haben keins. Ach, jetzt lasse ich mich wieder hier verprügeln. Wie so ein Anfänger. Weiß auch nicht. Manchmal hat man diese Anfälle, dass man sich halt verhält wie ein Anfänger. Ja, super. Kommt ihr denn alle her? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Gebe ich zu. Mit explodierenden Fässern rechne ich nie. Wenn dann mal doch was in meiner Nähe explodiert, denke ich mal, oh fuck. Jedes Mal erwischt mich dann aber auch jedes Mal, wenn ich nicht in der Explosion stehe, dann ist irgendwas falsch. Irgendwas stimmt dann nicht. Hätte ich auch nicht tun sollen, hat auch Schaden gemacht, aber egal. Ich lebe mit den Konsequenzen. Let's get dangerous, so nach dem Motto. Jetzt muss ich hier wieder hoch, damit ich auf der rechten Seite rauskomme, damit ich nochmal den Gang entlang laufen kann.
aus dem wir ja gerade aus schadenstechnischen Gründen erstmal kurz geflohen sind. Ja, wegen ihm hier, der da hinten meinte, ich mach mal einen auf Bogenschütze extra, extra Deluxe Large, wie auch immer. Zeugen. Gib es dir nicht. Ein Parierdolch. Wunderbar. Für diejenigen, die das können. Ich kann's nicht. Zwillingsklinge, auch ganz nett. Ist hier noch was gewesen? Ja. Ja. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass hier irgendwo eine Falle wäre, aber. Bisher tut sich ja nicht viel. Dann laufen wir mal weiter. Tun Dinge. Wow. Nichts. Nichts und wieder nichts. Alles vergebene Liebesmühe hier. Naja, so schlimm ist es ja nicht. Wand, Loch. Loch, Wand. Ja, das hier. Aber ja, guck mal, wo wir hier rauskommen. Ich finde das immer sehr schön. Ich glaube, das war's eigentlich sogar, was ich aus der Rundreise mir holen kann. Lass mich nur mal kurz nachgucken. Wenn das alles ist, das ist auch völlig in Ordnung. Dann habe ich wieder mehr Zeit, um andere Dinge zu tun. Allerdings gibt es hier in der Feste noch eine Sache, die ich machen möchte. Oder vielmehr jetzt tun kann. Wir haben beim Kampf gegen die verlorene Sünderin einen Duftzweig bekommen, so heißt das Item. Das können wir mittlerweile gewinnbringend einsetzen. Habe ich auch noch ein Item drauf? Nö. Ach, wie langweilig. Mal ehrlich hier. Da wären wir runtergekommen, wären wir da runtergegangen, wo der Heideritter war. Sind wir aber nicht. Mein Controller ist leer. Oh nein! Oh nein! Habe ich gestern zu viel Crash Bandicoot gespielt. Tragedy! Normalerweise halten die aber so eine Aufnahmesession noch aus. Ja. Ganz doll fürchterlich, mega viel Angst habe ich. Bevor ich jetzt aber was mache, gehe ich dann mal meine Scherben benutzen. Dame. Danke. Ja, ich habe ein paar Scherben, das ist, sagen wir mal so, es ist gut, dass ich die jetzt habe, damit wir mir ein bisschen mehr heilen können. Hatte ich jetzt nicht sogar zwei dann? Danke. Steht da bitte, 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 bitte. Wunderbar. So muss das sein. Mehr Flakons. Da kann ich nämlich mehr damit heilen, statt mit den Steinen. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. So. Große Titanit 3. Warum darf ich das nicht machen? Geht's doof? Naja, ich bin doof. Ich habe nur 2, ich brauche 3. So rum. Genius am Werk. Oh ja. Yeah. Ja, auch Rüstung kann man theoretisch verbessern, aber das meiste von dem, was wir gerade nutzen, ist mit den Sachen, die wir haben, nicht verbesserbar. Also so vielleicht dann dazu. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wohl oder übel meine Level zu erhöhen. So. Bisschen mehr Kondition, damit wir hier mehr Ausdauer haben, damit wir zuhauen können, wie die Profis, ne? Die man im Fernsehen immer sieht. Ah. Das ist dann. Was ist das? Ne, da kann ich. Oder? Ich glaube sogar schon. Dass es das ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass es der Ausgang ist, den ich suche. Ich kann mich auch irren. 100 Pro irre ich mich nicht, aber ich kann mich auch irren.
Ein einzigartig geschwungenes Krummschwert. Oh ja, es ist das Richtige. Diesmal wollen wir dann halt tatsächlich nicht ganz nach unten, deswegen reicht dieser Ausgang hier schon. Wir wollen nämlich wieder über die Brücke. Wo ich jetzt hoffentlich nicht ständig einen Pfeil in den Rücken kriege, wäre nicht verwunderlich, aber... Bin mit der Schwanzspitze... Oh Gott, jetzt fange ich pervers an. Nein, mit der Schwertspitze abgeprallt. Ja. Ist nicht schlimm, wenn ich den Schaden überlebe. Ist tatsächlich nicht schlimm. Okay. Wie gesagt, ich kann die Viecher nicht leiden. Selbst auf hohen Leveln tun sie enorm weh. Ich werde meinen ersten Duftzweig hier verwenden. Man kann es auch anders machen. Kommt immer auf den Spieler an. Ich mache es jetzt einfach hier. Damit ist diese arme, arme Seele gerettet. Und versperrt mir immer noch den Weg. Naja, das erklärt sich aber. Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed, will teach you my spells. Erstmal können wir von ihm eine Geste lernen. Zweitens können wir hier Gegenstände kaufen. Das sind natürlich alles für Magier im Prinzip. Weiß ich nicht mal, wofür der Ring sein soll. Sind ganz nette Zauber bei. Und er kann handeln. Das heißt, er hat sogar noch gute Schwerter. Was diese Schwerter sind, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ihr seht, dass eine Drachenreiter-Zwillingslinge ist, ein Drachenreiter-Bogen, eine Stachelkeule, eine Riesensteinaxt, ein gebogenes Schwert. Dieser nette Herr hier gibt uns die Chance, mit unseren Bossseelen Items herzustellen. Oder teilweise auch Zauber. Da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein, weil ich mir noch überlege, vielleicht mir was hiervon zu holen, aber weiß ich noch nicht. Der Punkt ist aber, ihr könnt hier eure Bossseelen benutzen. Und das finde ich gut. Didn't anyone wake me sooner? Drang Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good. Very good indeed. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. The people feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So, typical of meek men.
minds, don't you think? Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great strained into a stone. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will inherit the flame. Pyromancy was created by the ancient Witch of Fire. She harnessed the power of flame and melded it into pyromancy. The witch led her daughters into war against the Old Ones. But legends are legends. What are you prepared to believe? Ja, hat echt viel zu erzählen, ne? Mein Gott. Ah, okay. Jetzt wiederholt sich's. Ja. Nein, 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 nein. Okay. Wir haben nochmal ein schnelles Leuchtfeuer, um zu ihm zu kommen. Normalerweise könnt ihr ohne Probleme zu ihm gehen, kurz mit ihm reden und nicht eins übergebraten kriegen von den Gegnern, die dann kommen. Also ja, was wir jetzt noch machen, ist eigentlich ganz einfach. Ich werde mit euch Selbstmord begehen. Okay, nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Wir gehen jetzt einfach nur in dieses Loch hier. Man kann auch später ganz anders hier rein, aber ich finde es ganz lustig, so reinzugehen. Ja, das ist immer noch zu viel Fallschaden. Das kommt jetzt unerwartet. War das nicht... lass mich eine Sache ausprobieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich halt zwei Tote nochmal selber verschuldet. Das ist übrigens so etwas, was ihr tatsächlich mal machen könntet. Es wird, meine Tote werden gezählt. Aber es wird ja nicht gezählt, was ist. Das ist ja jetzt tatsächlich dann purer Selbstmord eigentlich. Ach Gott, ich sehe so sexy aus in meinem Lendenschurz. Das ist ja purer Selbstmord. Ich habe den Ring aber an, ne? Ja. Ahahaha. Das war also purer Selbstmord. Bin da mal gespannt, was dann noch so dazu kommt. Wir können natürlich auch mit den Kategorien meiner Meinung nach recht erfindungsreich sein, denn nur Selbstmord ist es ja nicht unbedingt. Jetzt kann ich mir, war das nicht so, dass das Ding da auseinanderfiel, deswegen ich eigentlich da nach drüben muss. Ich habe da irgendwie sowas in Erinnerung. Yep. Ah, das ist herrlich. Das ist echt herrlich. Aber ja, ihr dürft gerne Kategorien aufmachen. Tode gegen Bosse, Tode gegen normale Gegner. Bescheuerte Selbstmorde von mir. Alles möglich. Und wie gesagt, ich lasse keinen Tod aus. Denn hinterher, wenn ich mal hingehe und gucke, wie viele Tode ich habe,
Da steht auf einmal eine andere Zahl als die, die eigentlich sein müsste. Von Videos her. Müsste ich mich ja vor euch rechtfertigen. Da ich da keine Lust drauf habe, sage ich lieber, yo, yo, ich war so doof und habe mich da wieder umbringen lassen. Ja, ich hatte noch so was in Erinnerung, dass das zwar toll ist vom Weg her, aber mich so ziemlich umbringen kann. Naja. Eigentlich wollte ich halt nur das machen, aber ihr habt ja gesehen, es hat nicht ganz sollen sein. War das hier schon, was ich suche? Na, hier ist zumindest das Heiligengrab. Hier könnt ihr theoretisch schon lang gehen. Das ist kein Ding. Ich werde mit euch trotzdem einmal nach ganz unten gehen und dort werden wir dann das Video im Prinzip auch schon beenden. Was heißt schon? Wir haben wieder eine Menge gemacht. Und ich kann Boss sehen. Endlich nutzen. Naja, was heißt endlich? Aber na, ihr versteht schon. Kann ich das überhaupt übernehmen? Ich glaube nicht, oder? Ne, ich glaube, da bin ich auf der falschen Seite raus. Naja, Heiligengrab. Das unter anderem kann man beim nächsten Mal erkunden gehen. Beziehungsweise ich kann ja mal kurz zeigen, was es da so gibt. Und das nackt. Das ist ein netter Ort. Den werden wir beim nächsten Mal tatsächlich erkunden. Da kommen übrigens Ratten. Also entweder beim nächsten Mal oder die Tage. Wir werden auf jeden Fall was zu tun haben. Bis dahin. Wünsche ich euch aber noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. So Leute, das war's mit dieser Episode von Dark Souls 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das neue Video schon draußen ist, klickt auf Next, um zum nächsten Video zu springen. Oder, falls ihr das vorige Video verpasst habt, klickt auf Previous. Tatsächlich habe ich noch unten in der Beschreibung mehrere Playlisten für euch zum Ansehen, falls euch das noch nicht gereicht hat. Und dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Projekt. Es macht Spaß, sich hier die Hände schmutzig zu machen. Bye, bye.